falscher Vlog. Das ist mein Vlog. Ich habe gedacht, ich vlog heute wieder, weil der letzte hat so Bock gemacht und kam so gut bei euch an. Dann dachte ich, pack auf alle Lausch direkt einen neuen Vlog raus. Heute ist so ein bisschen Family Vlog. Ich komme gerade von der Arbeit. Und Kat und ich, wir gehen jetzt meine Mama besuchen. Die hat sich schon ewig nicht gesehen, die freut sich. Und noch ein paar Erledigungen machen und so ein Scheiß. Eigentlich langweilig, aber lasst uns das Beste draus machen. Ich ziehe mich jetzt noch kurz um, bevor wir gehen. Was? Ich muss mich umziehen. Ich will ein Freizeitfeeling haben, wenn ich Freizeitsachen mache. Ich ziehe mich schnell um. Auf geht's. Bist du bereit? Auf geht's. Auf geht's. Pass auf, Mila. Wo? Was? Und so. Warte kurz, kann ich fahren? Wieso ist das mein Auto? Warum steige ich eigentlich hier ein? Nee, wir haben doch vorhin ausgemacht, dass ich fahre. Nein, ich fahre. Ich lasse die Tür offen, damit du nicht losfahren kannst. Ich fahre mein Auto. Nein. Naja, wir müssen jetzt noch ein paar Sachen erledigen. Meine Mom braucht fettes Fleisch. Und wir gehen jetzt noch zu Kick. Weil Kat will sich komplett neu einkleiden. Nee, kurz und knackig, wir brauchen Boxershorts, weil alle seine Boxershorts kaputt machen. Also gestern im Training wollte ich von der Hantelbank aufstehen und als ich so aufstehe, macht es auf einmal und alle Leute im Studio haben mich angeguckt und ich dachte so, oh Gott, jetzt ist meine Jogginghose zerrissen. Und dann gucke ich, war alles cool und dann bin ich ins Klo gegangen und habe gesehen, meine gesamte Boxershorts hat zerrissen und das ist mir jetzt schon in letzter Zeit dreimal passiert. Und ich gebe es zu, ich kaufe meine Boxershorts bei Kick. Die sind gut, Mann. Die sind gut. Ja. Kein Calvin Klein Shit. Sieht man doch eh nicht. Da sehe ich den. Ja, mir ist es egal, ob es Calvin ist oder Kick. Kick ist gut, man's best, ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt im Kick und neben dem freshen Unterhose auf dem Kick feiere ich auch ganz besonders den ganzen Quatsch, den man hier kaufen kann. Wie zum Beispiel das, was Kat jetzt wahrscheinlich gefunden hat. Eine Kinderkuscheldecke. Die aussieht wie ein Frosch. Zeig doch mal. Das ist voll cool. Ich könnte mir dich damit im Auto vorstellen. Guck mal, die haben schon ein schickes Auto, wo sie drin sitzen, gell? Ja. Aber hier bei Kick kann man echt den größten Kack kaufen. Komm, ich such mal die fünf komischsten Sachen, die wir hier finden. Okay, also wir haben zum einen schon mal das Kinderkuschelkissen. Hier ein Marienkäfer. Marienkäfer, Frosch. Oder? Oder, was ich persönlich feier, Prinzessin. Hier gibt's noch eins. Das ist so ein Bär. Bär? Das ist auch so langweilig. Warte, ich hab was. Was? Super. Da. Immer gelacht. Hier gibt es immer so richtig trashige Filme. Wie zum Beispiel Norwegen Ninja. Alles klar. Glibby Slime für die Badewanne. Verwandle cool. Wasser in grünen Schleim. Cool. Kannst die ganze Badewanne voll mit Schleim machen. Willst du dich darin mal baden? Ja. Guck mal hier, ein Emoji-Kissen. Ist auf jeden Fall auch weird. Ja. Oh, guck mal. Wir haben eins für die Philippinen. Echt? Was war eins? Herzen in den Augen. Läuft. Platz 5 haben wir hier, diese Maske. Wer will mit sowas rumlaufen? Kat hat sich natürlich eine Capri-Sonne gekauft. Wusstest du, dass mein Spitzname für Capri-Sonne war? Weil sie so gerne Capri-Sonne gekauft haben. Ganz genau. Fleischerei ist schon zu. Fuck. Voll oft passiert mir das, dass ich hier Fleisch mitbringen soll und die Fleischerei ist schon zu. Ich hab's einfach mit drauf, mir die Öffnungszeit zu merken. Sorry.
Mama freut sich schon, dass wir da sind. Guck mal, sie will schon die Tür aufmachen. Warte, ich bin ein Richard. Oh, ist das schön, dass du da bist. Leo hat erzählt, dass ja, meine Frisur nicht mit. Was habe ich gesagt? Nee, als ich meine Haare blondiert habe. Sie war ganz geschockt, meine Mama war ganz geschockt, als sie gehört hat, dass ich gerade die Haare blondiert habe. Ja. Einen Schatz. Hey, Mama. Und mein Kind hat Hunger. Ja. Was essen wir? Rate, was Katharina will. Oh, Pommes. Spargel. Na, er will Spargel. Spargel und Schnitzel. Ach komm, Spargel, Schnitzel, Pommes. Gib dir die Weihnachten. Und den? Ich rufe diese Matthäus raufkommen. Okay. Wie war es in Amerika? Gut. Soll dir Katharina mal die Haare färben? Ja, ich kann es nicht. Du hast das auch schon mal gemacht? Nein. Ich mische jetzt hier schwarz und hier rot. Mhm. Und dann nehme ich zwei alte Zahnbürste, nichts mehr Folie und tupse mir da. Und gucke bei der Pizza und wasche aus und dann schön. Schon das spezielle Style, den du da fährst. Und da, die Seite habe ich jetzt geschnitten. Und die habe ich ein bisschen länger gelassen. Und ich bin hübsch, gell? Du bist schon der Schöne. Abgenommen habe ich auch. Hast du auch noch? Aber nichts abgenommen. Richtig abgenommen, sondern da abgenommen. Und wie hast du das gemacht? Ich habe den Scheiß da gekauft. Ach so, so ein Shapewear. Ja, genau. Hast du Teleshopping geguckt? Hä? Hast du Teleshopping geguckt? Warum habe ich mir gekauft, zwei Stück? Wir haben gestern Nacht wieder voll lang Teleshopping geguckt. Ich bleibe da mal voll drauf hängen. Kein Tag ohne Joshua. Ich konnte Kat leider nie davon überzeugen, Joshua zu trinken. Nee. Die bleibt immer beim Wasser. Ich bleib mir treu. Tried, tasted, Joshua. Nee. Nein, gibt's kein Fleisch. Warum nicht? Aber Katharina hat kein Fleisch gemacht, oder? Ein bisschen Butterfleisch. Oh, sie wollte doch kein Fleisch. Nein, ganz bisschen Butterfleisch. Weil mit meiner Mama darf man nicht diskutieren, wenn es ums Essen geht. Seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, weiß ich es richtig zu schätzen, wie gut Mama kocht. Genau. Weil. Ja. Alles ist gemacht in meinem Leben. Weil, wenn man alleine wohnt und immer alles schälen muss und schneiden und so. Da hat man gar keinen Bock mehr zu kochen. Für Katharina gibt es Spargel, ein Putensteak und Pommes frites natürlich. Und wie fühlst du dich damit? Gut. Und für mich gibt es ein schönes Rindersteak, viel Protein, Spargel und Kartoffeln. Und Schweinsteak. Danke, Mama. Bitte schön. Jetzt musst du aufessen, schaffst du es? Ja. Ciao. Bis bald, gell? Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Mama hat sich sehr gefreut, dass wir da waren, gell? Ja, hat sich sehr gefreut. Ich war sehr, sehr glücklich darüber, dass sie ihre zwei Kinder sie heute besucht haben. Mhm. Gell? Mhm. Gell? Ja. Ja. Ich glaube, man muss so nach hinten fahren, dass die Schiebetür da aufgeht, dann kannst du einfach da reinfahren. Das wäre eine gute Idee. Garage. So. Hat ein neues Auto. Oh, der hat jetzt ein Seat, der Yusuf. Der Yusuf. Der Yusuf macht der Busuf. Ich nehme auf jeden Fall das Oreo Ice Sandwich, das Beste finde ich. Ich finde, das ist das beste Eis, was es hier gibt. An jeder Tankstelle Oreo Eis kann ich nur empfehlen. Nein, ich glaube nicht. Was? Wir waren ja heute in meiner Hometown unterwegs. Voll verrückt, Alter. Jedem Auto muss winken. Alle dauern sich Leute auf der Straße. Na! Du hast schon Tempo, ne? Muss ich jetzt durchhalten? Ich leck's einfach ab. Ja, leck's doch ab. Nein, die Tasche war über dem Boden. Ja, ich hätte es abgelegt. Lecker. Kommentar, wo hättet ihr es abgeleckt oder nicht von eurer Tasche, die aus Leder ist? Über auf dem Boden. Egal, Ledertasche ist ableckbar. Wir haben uns jetzt noch überlegt, wir gehen auf die Messe. Zu dritt. Kat und Anna. Nein!
und ich. Wie ihr seht, haben wir es jetzt auf die Messe geschafft. Guck mal, das Riesenrad. Hier können wir romantische Stunden verleben. Ja. Oh mein Gott. Simon, kann mit den Mädels echt keine 2 Meter laufen, ohne dass sie irgendwo erkannt werden. Das ist echt YouTuber. Echte YouTuber, ja. Bin ich drauf? Du bist jetzt auf YouTube. Nein. Ich meine, YouTube ist schön und gut, macht schon Spaß, aber wir können uns auf der Messe hier keine 5 Meter bewegen, ohne dass wir angehalten werden. Guck mal, was hier schon wieder drauf kommt. Wie heißt der Kanal? Wie mein Kanal heißt? Leo. Ein Abonnent mehr. Ha? Mein Video. 5 Sekunden hast du ab jetzt. Abonniert meinen Kanal Banco TV mit 2 O und Abstand TV. Ich glaube, wir kommen hier heute nicht mehr weg. Naja, ich berichte euch, wenn wir es hier wegschaffen. Die 2 verliert man hier schneller, als man denkt. Die Messe hat schon was Cooles, aber ich habe immer so ein schlechtes Gefühl, mit diesen Rides zu fahren, weil ich immer denke, die sind nicht so stabil. War der süß? Ja, der war so richtig so knuffig irgendwie. Der war halt einfach so. Ja. Und ich bin nicht pickelig. Echt jetzt. Ja, ja. Weiter? Auf geht's. Okay. Wir haben jetzt so. Oh, schön. Hallo. Ich krieg ein Spiel. Wir haben jetzt so ruhige Ecke hier auf der Messe gefunden. Und ich versuche mal mein Glück. Sind wir hier in der Mitte? Oh. Links ganz durch. Fuck. Alles verstehen oder auch die Kuscheltiere? Schatz, ich hab was für dich gewonnen. Geil, geil. Viel Spaß beim Umfragen. Jetzt wird's gefährlich, meine Freunde. Guck mal, ich hab dir noch was zum Rumtragen gewonnen. Oh, danke. Naja, ich glaube, das war genug von der Messe. Wir sehen uns dann daheim. So, wir sind jetzt von der Messe zurück. Das war ein ereignisreicher Tag. Ich habe heute eigentlich ganz spontan entschieden zu vloggen und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja, Mann, ich glaube schon. Und damit würde ich auch sagen, ich beende den Vlog für heute. Der Akku ist nämlich schon rot und roter Akku heißt vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Naja, meine Freunde, bis zum nächsten Mal.